Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll zu erklären, was diese Woche passieren wird. Außer vielleicht, dass es einer der abgefahrensten Drehs wird, auf denen ich je war. Einer der größten, tierischsten, verrücktesten Drehs für Assassin's Creed Odyssey von Ubisoft, das im Oktober rauskommt. Assassin's Creed ist ja bekannt für seine historischen Settings und dieses Mal ist es das antike Griechenland. Und alles fängt damit an, dass ich erstmal irgendwie nach Bulgarien kommen muss. Und zwar nicht zu flott, weil mein Flug in einer Stunde fliegt und ich noch nicht mal eingecheckt bin. Keine Zeit für Selbstmitleid. Los geht's. Hallo. So, ich müsste einmal zum Flughafen, bitte. So schnell wie möglich, okay. Wenn's geht. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich hab's geschafft mit ein bisschen Verspätung, aber ich bin am Gate. Das Produktionsbüro verschleppt zum Fitting. Denn dieses Video bzw. diese Videos, die wir hier drehen, spielen in einer vergangenen Zeit. Deswegen sage ich Fitting, das ist ein ganz besonderes Fitting. Ich erwarte von euch so einen Schnitt aus Wonder Woman und Katniss Everdeen. Was? Nein. Beautiful Boobs. Oh mein Gott. Das kommt schon gut hin, muss ich sagen. Von meinen Vorstellungen. Schön geworden. War das mit den Brüsten deine Idee? Nee. Darf ich Ihnen vorstellen? Die neue Kollektion. Was wird denn das? He's not impressed at all. Also das ist jetzt mein komplettes Outfit. Ich bin eine griechische Queen. Ich habe hier meine Lederboots, ich habe mein blaues Ding und schöne Schuhe, die noch zu groß sind, aber das wird noch. Und ein Pfeil. Ich fühle mich wie Katniss Everdeen oder andere Leute mit Bogen und Pfeilen. Was machen wir jetzt? Gucken wir uns die Studios an, oder was? Wir gehen jetzt nach New York. Wir gehen nach New York? Geht es so schnell von Bulgarien aus? Ich glaube, ich würde sagen, es wird auch mal Zeit vorzustellen, wer überhaupt alles mit mir hier ist und die zwei besagten Videos dreht. Boah, ist das heftig. Was bist du eigentlich für ein Vlogger? God. Hello, Julia. I'm Romeo. Oh, gehen wir da auch noch hin jetzt? Wir sind quasi gerade von New York nach London gelaufen. Ich liebe Filmsets. Wow. The guy who built it 2 weeks on a scout to actually get the measurements and everything. Really? So it's the original size? Yeah. And the craziest thing is that you're not allowed to take the measurements. Oh. Yeah. So he was doing it illegally? Yeah. Can you maybe tell me what movies were shot here? Like the biggest one? Yeah. Expendables. Then Hellboy. Ooh. London Has Fallen. Hitman's Bodyguard. Oh, cool. And many more. Yeah. Okay, this is Rome. Wow, the view is also amazing. Ah ja, klar, das ist total klar. Das ist natürlich das Kolosseum. Das ist unser Set. Das ist eins von 3 Sets, in denen wir die nächsten Tage drehen werden. Wow. 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 Oh mein Gott, ich kann Herkules nachmachen. Guck mal, kennt ihr diese eine Szene von diesem Disney-Film Reenacted? Normalerweise steht da an der Statue von Herkules. Das kommt jetzt ein bisschen doof, aber ihr versteht, was ich meine. Schauspielerisches Talent. Freust du dich, mit mir zu drehen, Nachi? Sehr. Ich bin beim Waffenstand. Genau, aber du bist ja die Kriegerin. Und hier haben wir dann eben auch 50 Komparsen. Krass.
krass. Wir haben Esel, wir haben Hühner, wir haben Gänse. Stopp! Darf ich alle Tiere streicheln? Ja, natürlich. Gut. Ey, das ist echt riesig. Ich dachte, ich erzähle euch hier in diesem wunderschönen Set mal, was ich genau hier eigentlich mache. Natchi, Dennis, Sonny, Marcel und Jonas und alle anderen Leute, die hier noch mit beteiligt sind an dieser riesen Produktion, drehen zwei Videos, abgesehen von dem Backstage-Vlog, den ihr hier jetzt seht. Und diese zwei Riesenprojekte könnt ihr bei Sonny und Jonas auf dem Kanal sehen. Das verlinke ich aber auch nochmal am Ende. Ich bin gespannt auf die nächsten Tage, die werden crazy. Heute ist ein Tag vor dem Dreh und wir machen heute so einen Rehearsal-Tag. Das heißt, wir gehen unsere ganzen Texte durch, gucken, wo wir was drehen, wer mit wem genau dreht und Stunt-Training. Gerade auf. Die haben nämlich einige Kampfszenen. Ich muss mit dem Bogen umgehen können. Ich glaube, ich habe so ein Gespür, dass ich ein mega Talent fürs Bogenschießen habe. Einfach. Natürlich. Mir ist schon das Gesicht abgefallen im Armen. Arschgesicht. Oh mein Gott. Oh, ich habe alles kaputt gemacht. Scheiße. Da ist mein Bogen. Did you break my bow? Yes. So you will teach me how to use the bow. No, no. That's the guy. Really? No, that's the guy. I can just... But you broke it. Yeah. That's why. That's what I can tell you. Ich bekomme jetzt noch einen Handschuh an, damit ich mich nicht verletze beim Bogenschießen, weil ich so ein geübter Bogenschießer bin. Weil es sieht voll professional aus. Don't fuck with me. Da kommen die Kostüme. Jetzt wird's ernst. Hi, Sergey. Unser Kostümtyp ist der Beste. Ich liebe den einfach. Der kommt jetzt noch, um mir mit einem kleinen Problemchen zu helfen. Und zwar, der Bogen schnalzt mir auf die Hand und wir brauchen unbedingt bis morgen noch irgendwas, was retten wird. Ja, so. Ja. It like hurts a lot. Okay. So I need like something. Get it. Let's do it. Yeah. So you can do it just right on the spot. You can... Give me your hand. Let's see. Er schneidet mir jetzt einfach mal kurz aus dem Nichts diesen Handschutz. Richtig geil. I don't do my manicure, sorry. Okay. All over the world they will see my ugly hands. Oh no, it's fine. You're a hard-working man, yes, so you absolutely have to have rough hands. Big, rough man. Yeah. How is in German big, rough, strong man? Großer, starker Mann. Großer? Starker? Starker? Mann. Mann. Yeah. We'll see if you did a good job. I'll do some... Perfect! Die Kostüme wurden ja alle handgeschneidert, weil die Kostüme sind ja original so, wie sie im Spiel auch auftauchen, damit wir so nah wie möglich an Assassin's Creed Odyssey rankommen. So, what's your name again? My name is Nasco. Okay, Nasco will film my training. Moni, she mi treba pak tva brat, da napravim po golama duk. Did you ever shoot a bow before? No. Never. I didn't know. I will be super talented. You are. He already told me that I'm like a natural talent. Ich dachte nicht, dass es ein Loch da war. Like this. Are you ready for the first? Also oben halb zielen, loslassen. Und loslassen. Oh wow. What? See, I told okay, good. You. Let's go have lunch. Slowly, don't rush. Oh. Oh no. You got this. Oh my God. Good job, babe. Es ist 6.39 Uhr, der Tag beginnt hiermit offiziell.
So, die Maske ist fertig. Ich bin in vollem Outfit und ich bin jetzt so richtig gespannt, wie das Set aussieht, wenn es komplett belebt ist. Und dann sind schauspielerische Künste gefragt. Das Set sieht richtig crazy aus, wie viele Leute hier sind und Tiere. Oh mein Gott, Marcel und Sonny sitzen schon auf dem Pferd. Sonny hat ein bisschen Angst vor diesem Pferd. Du hast ein bisschen Pferdphobie, kann das sein? Nein, nur ein kleines Trauma. Das geht man hat es dir kaum im Gesicht angesehen. Es ist so groß, es ist größer als ich. Ich finde das voll gruselig, wenn der Rücken hier anfängt. Ansonsten läuft es nicht gut, es macht mega viel Spaß, das ganze Team ist super gut drauf. You know, I woke up in the morning and I thought, this day is going to be amazing, because I'm going to get to see Kelly again and I gotta tell you, it's so amazing, like, never felt like this before. So ein bisschen Schauspielern macht auch mega viel Spaß und Sonny hat mir in die Boobs gefasst. Der Tag kann nicht besser laufen. Vor allem hängen die mir einfach so unterm Kinn. Die sind voll weit oben. Cheers! Ihr merkt, wir haben fertig gedreht. Es ist 8:30. It's a wrap. Alle waren hier mega angenehm und voll gut drauf. Cheers! Das ist das Wichtigste, ne? Dass man irgendwie Spaß hat. Und I'm happy. Wir haben den Dreh beendet. Hier ist alles schon wieder leer. Wie fandet ihr es so? Scheiße. Weil mit dir geh weg, du Spartaner-Schlampe. Das ist ein Satz im Video, den ihr sehen könnt. Und zwar im Hauptvideo, das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Sonny hat eins, Jonas hat eins. Marcel hat auch ein Behind-the-Scenes gemacht, guckt da auf jeden Fall überall vorbei. Außerdem ist Assassin's Creed Odyssey ab jetzt erhältlich. Dazu gibt es auch nochmal einen Link in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye.